Hallo, hier ist MTS und heute mal mit einem Video vom Ingenieur und Praktiker an all diejenigen, die daran interessiert sind. Was steckt denn jetzt wirklich hinter der Azurita? Ist es Realität oder habe ich es mir nur ausgedacht? Das Video mache ich wieder am LS17. Ich mag einfach das Ambiente hier, die Vöglein zwitschern und wir können uns das Gerät auch mal direkt im Modell anschauen. Gedacht ist es eigentlich eher für kleine bis mittelständische Unternehmen, denn nicht jeder Betrieb kann sich eben mehrere Drillmaschinen und hochspezialisierte Drillmaschinen für die verschiedenen Kulturen leisten. Und mit diesem Gerät kann man eben alles drillen. Was ist jetzt Original-Azurit? Das wäre jetzt sozusagen der Tank. Die sensorgestützte Einzelverteilung an die Dosiergeräte, das Trägersystem und auch ansonsten die Düngeschiene habe ich jetzt lediglich die Spurbreite verdichtet auf 25 cm, nicht auf 75 oder 50. Statt den für die Einzelkornaufhängung angedachten Trapezscheiben Walzen habe ich hier eine durchgängige Trapezscheibenwalze installiert und das Ablagesystem hier hinten ist austauschbar. Man könnte jetzt hier sozusagen auch die Einzelkornablage anbauen oder eben eine, wie man sie für pneumatische Drillmaschinen kennt. Das heißt, die Lemken-übliche Doppelscheibenablage wäre das dann. Hier habe ich jetzt die Hybridablage, das ist eine leicht modifizierte Ablage meinerseits. Da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, denn die ist etwas anders aufgebaut. Ja, und natürlich das Wesentliche ist, dass wir hier andere Dosiereinheiten installiert haben. Die Dosiereinheit zur Entwicklungsgeschichte kann man sagen, hat eher einen gärtnerischen Background. Dort gibt es sehr viele Saatgutarten, sehr viele unterschiedliche Abstände, in denen gelegt wird. Und da ich aus dem Bereich stamme, hat mich das schon immer gestört und der Gedanke war schon immer da, etwas zu unternehmen gegen die üblichen Drillmaschinen, die es so gibt. Da man dort Scheiben wechseln muss, Löffelchen wechseln muss, Achsen wechseln muss, je nachdem. Auch für die einzelnen Ablageentfernungen ist natürlich dann eine Umstellung von Getrieben, Zahnrädern und Ketten nötig. Dazu kommt oftmals noch eine umständliche Entleerung. Also ein schneller Wechsel von Saatgut und gibt es so gesehen, habe ich es noch nicht gesehen. Aus diesem Grund habe ich eben mir schon länger Gedanken drüber gemacht und im Jahr 2013 mir dann einen 3D-Drucker zugelegt und angefangen, Prototypen mit Hilfe meiner 3D-Kenntnisse auch zu entwickeln. Ja, und im Frühjahr 2014 hatte ich schon erste erfolgreiche Tests dann sozusagen einfach nur im Werkstattbetrieb gemacht und dann bis Herbst 2015 dann den ersten Prototypen direkt auch im Beet eingesetzt, sagen wir es mal so. Ja, seit 2016/17 haben wir jetzt sozusagen schon den zweiten Prototyp regelmäßig im Einsatz, hauptsächlich für Möhren und Radieschen. Radieschen, das ist natürlich ein Saatgut, das ist ja mit Raps vergleichbar. Der Legeabstand ist im Beet natürlich dichter, ist aber vergleichsweise, wenn man die Geschwindigkeit erhöht, auch umrechenbar auf Raps. Und damit sind wir eben beim Punkt. Da ich habe auch noch bei mehreren anderen Saatgutarten Tests gemacht und es lässt sich tatsächlich auch auf den landwirtschaftlichen großflächigen Bereich umsetzen. Und auf eben diesen Erfahrungen und Berechnungen habe ich dann einen dritten Prototypen jetzt als Studie entwickelt und der ist dann sozusagen hier verbaut. Man sieht davon nichts, das ist jetzt sozusagen nur einer. Einen gewissen Würfel als Rahmen habe ich eingeplant und darum habe ich jetzt sozusagen drumherum gebaut, was man hier sieht.
Denn was sieht man hier? Eigentlich sieht man jetzt an der Dosiereinheit selbst das, was handelsüblich ist. Wir sehen den Zugang, den Vorratsbehälter. Wir haben hier den Abluftschlauch. Da wer der pneumatisch befüllt wird, muss ja die eventuell durch Beize verunreinigte Luft zum Boden geleitet werden. Hier hinten, das ist lediglich, was wir jetzt hier sehen, wäre sozusagen der Auffangbehälter, wenn wir nach Gewicht kalibrieren. Und der kann dann, er sollte dann das auch auswiegen können und entsprechend über diese Schläuche wieder zurückblasen in den Vorratsbehälter, sodass eine einfache und komfortable Kalibrierung möglich ist. Für die Einzelkornaussaat sind natürlich alle Abgänge mit Kornzählern besetzt und die Kalibrierung würde sozusagen für jede Reihe einzeln genau stattfinden und überwacht werden. Ja, zu den Eckdaten der Dosiereinheit, den Aufbau werde ich natürlich nicht eingehen an dieser Stelle, aber die Eckdaten sind, dass es für Saatgut von 0,5 bis 20 mm gedacht ist. Also kleiner als Raps bis hin zu Mais, Sonnenblumen, das ist alles möglich. Ja, also ich habe mir, guck mal kurz auf meinen Spickzettel, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Die Drehmaschine kann sozusagen beides sehen, beide Formen, die Einzelkornaussaat und die Art Streusaat, wie man es beim Getreide kennt. Das klingt erstmal irgendwie unwahrscheinlich. Es ist demnach auch eine analoge Dosiervorrichtung. Das heißt, wir arbeiten ja nicht mit Schaufeln oder dergleichen oder Löchern. Es gibt auch keine Umrüstung. Die Dosiereinheit ist so, wie sie ist. Sie wird elektronisch angesteuert, alle Einzelteile. Es sind nicht viele, aber die lassen sich problemlos elektronisch eben ansteuern, was eben auch später einmal vielleicht für autonome Systeme problemlos zu handhaben macht. Und je nachdem, wie sie eben konfiguriert ist, können wir eben eine größere Menge Saatgut durchsetzen, wie es bei Getreide der Fall ist, oder eben auch sehr kleine Mengen und eben auch wirklich ein Korn nach dem anderen. Das ist ja das Entscheidende. Das würde beim Raps auf jeden Fall sehr gut klappen, auch beim Mais. Es ist ähnlich wie bei anderen Einzelkornen, Zählmaschinen auch. Je gleichmäßiger das Saatgut, je runder, desto präziser wird natürlich auch die Aussaat. Ja, und bei der, und natürlich Einzelkorn gilt auch eine langsamere Fahrt. Es ist tatsächlich so, da wir ja hier nicht ohne pneumatische Unterstützung dosieren, es wird zwar hier angeliefert, aber es ist eben eine Sämaschine, die ohne Pneumatik dosiert. Das war mir bei der Entwicklung wichtig, weil es ja im gärtnerischen Bereich bei kleineren Maschinen nicht unbedingt jedes Mal ein Kompressor drauf gebaut werden kann. Das heißt, wie gesagt, Einzelkorn, langsamere Fahrt und gleichmäßiges Saatgut sind wichtig. Bei der Streusaat, wie es jetzt bei Getreide wäre, wenn wir eben viel aneinander legen, die Abstände nicht so relevant sind, dann ist eben ein hoher Durchsatz möglich. Und es ist sogar so, dass es ähnlich wie bei den pneumatischen und mechanischen ist, dass eine schnellere Fahrt eine gleichmäßige Verteilung bewirkt. Also wie gesagt, von den Eigenschaften, es klingt sehr seltsam, ist aber tatsächlich so. Und was wir noch machen können mit dieser Maschine, wir können natürlich auch Mischungen aussehen. Da sie verschiedene Korngrößen akzeptiert, können die natürlich auch gemischt sein. Aber natürlich ist dann jegliche Präzision dahin. Es ist eben nur, dass wir etwas ausstreuen sozusagen. Aber es funktioniert. Man kann also, falls jetzt jemand hier denkt, dass man jetzt bei der Mischungssaat dann eben nach Korn für Korn, mal ein großes, mal ein kleines, das geht eben nicht. Aber wir können
die Menge, das Gewicht dosieren und entsprechend wird das auch akkurat ausgegeben. Ja, dann wären wir bei der Gruppendosierung, habe ich es jetzt mal genannt. Wir sehen ja hier, dass eine Einheit immer 6 Abgänge hat. Das macht Sinn, weil wir somit eine Dosiereinheit treibt sozusagen immer 6 Rohre an. Und wir haben einen Gesamtabstand jetzt zwischen diesen einzelnen Dosiereinheiten, wie es bei der Azurit üblich ist, von 75 cm. Da wir sowieso bei Mais nur 75 und bei Rüben, sag ich mal, können wir jetzt mit 50 arbeiten. Man hat eh nur eine Dosiereinheit, dann bei der Einzelkornaussaat braucht man. Während man bei der dichten Streusaat, wie bei Getreide, eben dann 6 auf einmal dosiert. Wie gesagt, das sollte gar kein Problem sein, das passt so. Man kann also bei der Einzelkornaussaat bei großem Abstand rein genau dosieren, während man bei der Streusaat, wo auch die Präzision der einzelnen Reihen nicht das entscheidende Maß ist, eben 6 auf einmal eindosiert. Ja, damit kommen wir zur einfachen elektronischen D- und Aktivierung der einzelnen Reihen. Das ist ebenfalls ein Kernelement dieser Maschine. Wir haben also nicht nur die einzelnen Dosiereinheiten, sondern jedes einzelne Fallrohr kann sofort elektronisch zu- und abgeschaltet werden. Das passiert ohne Verzögerung. Wird ein Fallrohr gestoppt, gibt es keine Nachlaufzeit. Wird eins aktiviert, es gibt auch keine Vorlaufzeit. Das Saatgut fällt sofort, beziehungsweise der Fall. Das letzte Korn fällt natürlich runter, ist klar, aber es gibt keine Nachlaufzeiten. Und das ermöglicht uns als einsetzende Person eine Menge Möglichkeiten. Ich bezeichne das Prinzip jetzt einfach mal als Klaviatur und es hilft uns schon mal beim Kalibrieren. Das ist der erste Punkt. Wir können beim Kalibrieren entscheiden, ob wir eben eine einzelne Reihe kalibrieren, ob wir die ganze Gruppe kalibrieren, jetzt wenn es ums Gewicht geht, oder ob wir eben bestimmte Einzelreihen oder die ganze Arbeitsbreite, ließe sich natürlich auch entsprechend eindosieren. Ja, und bei der Einzelkornaussaat, wie gesagt, ist es eben so, jede Reihe wird überwacht, aber wir können immer natürlich, da ja alle 6 mit einmal dosiert werden, immer nur eine einzige Reihe definitiv genau kalibrieren. Die andere läuft dann eben mit. Aber wie gesagt, bei der Einzelkornaussaat ist davon auszugehen, dass maximal 2 Rohre gleichzeitig laufen. Der zweite Funktion ist natürlich der Reihenabstand. Wir sind mit dieser Maschine und diesem Ablagesystem relativ unabhängig. Das einzige, was uns beschränkt, ist das Raster von 12,5 cm. Danach können wir sozusagen beliebig den Reihenabstand auswählen. 12,5, 25, 37,5, 50, 62, 5, 75 cm oder eben noch weiter auseinander. Kein Problem. Was man jetzt hier sagen muss, es wird eine nicht synchronisierte Ablage. Also wer jetzt die Azurit mit dem Delta-Rau-Verfahren im Hinterkopf hat, das gibt es hier nicht. Wir können die einzelnen Reihen nicht ohne weiteres synchronisieren. Was es noch gibt, und dafür schauen wir am besten mal hier rüber auf den Spurplan. Hier sehen wir ganz genau, wie das funktioniert. Die gelben Linien, das sind die Düngelinien. Hier läuft unser Dünger. Und wir sehen, dass jede Reihe
gleichmäßig mit Dünger versorgt werden können. Trotz 25 cm Abstand und eigentlich einem Reihenabstand von 12,5. Die oberen Reihen geben an, wenn man jetzt Delta-Rau typisch in Doppelreihe auslegt. Das sähe dann so aus. Ja, und so kann man sich das eben vielleicht etwas besser vorstellen. Und hier sieht man eben auch, was die Hybridablage ausmacht. Während eine Doppelscheibenschar-Ablage darauf ausgelegt ist, direkt hinter dem Scheibenschar ein bisschen Druck zu machen, ist die Hybridablage anders ausgelegt und eher an das Einzelkorn-Ablagerverfahren angepasst. Statt den hinteren Laufrollen sind diese weiter herangesetzt direkt in den Doppelscheibenschar hinein und wirken so eher wie eine Andruckrolle, wie man es von der Einzelkornablage kennt. Während die hinteren Rollen konisch sind und zwischen den Reihen gelagert sind und somit sozusagen die Reihe wieder zuschieben und verfestigen. Das entspricht, wie gesagt, eher dem Verfahren bei der Einzelkornablage. Nachteil, denke ich, wird sein, dass es eher verstopft, als man es von der Doppelscheibenschauablage kennt. Was jetzt die Fahrgeschwindigkeiten angeht, denke ich mal, wird das nichts machen. Das wird je nachdem eher von den Bodenbedingungen abhängig sein. Ja. Damit haben wir schon mal Kalibrierung und Reihenabstand, was über diese Klaviatur geregelt wird. Die dritte Funktion ist die Fahrgassenbildung. Hier wird auch klar, frei wählbar ist Spurbreite, Spurweite sowie die Arbeitsbreite der Spritze, die am Ende zum Einsatz kommt. Das ist also in diesem Fall völlig unabhängig von der eigentlichen Arbeitsbreite der Drillmaschine. Optimal wird es natürlich in Kombination mit GPS. Dann kann man sich darauf verlassen, dass die Spuren auch genau dahin kommen, wo man am Ende mit der Spritze fahren will. Egal, ob sie eben dann hier gerade an der Seite gelegt werden oder mittig oder eben sonst wo. Eben sehr flexibel. Und die vierte Funktion ist die Teilbreitenabschaltung. Die wird in diesem Sinne überflüssig und wird ebenfalls über diese Klaviatur geregelt. Denkbar wäre hier als manuelle Bedienung eine Art Regler, wo man anfängt von rechts bzw. von links die Reihen Stück für Stück abzuschalten und in Kombination mit Felderkennung und GPS wäre es natürlich auch computergesteuert möglich, dass ihr absolut punktgenau Start und Ende einer Reihe geschaltet wird. Ebenfalls anzumerken ist, dass die Maschine sich, die Dosiereinheit zumindest sich selbst, komplett selbst entleert. Das kann man dann sozusagen hier hinten über die Kalibrationsschächte, würde alles reinlaufen. Denkbar wäre hier, dass man das schnell abkoppelt und an einen Auffangsack bindet und dann entsprechend entleert. Ja. Ich denke mal, dann bin ich mit den wichtigsten Fakten soweit durch. Und der Name Hybrid, man merkt es, ist halt Programm bei dieser Sämaschine.